Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und passend zu den neuen reduzierten alten Quarter-Modellen dachte ich mir einfach, machen wir mal wieder einen Pferdekauf. Und dafür bin ich auf meinen Zweit-Account gegangen, auf Fabiana Disco Stream, der jetzt schon eine ganze Weile brach lag und Starcoins angesammelt hat. Und wir kaufen uns einfach auf diesem Account alle der alten reduzierten Quarter und schauen mal, wie wir die ganzen jetzt einfach so nennen. Fangen wir damit an. Wo bekommt ihr die ganzen? Ihr bekommt sie auf dem Pferdemarkt und da jetzt die neuen da sind und sie zu ihrem neuen Platz gekommen sind, gibt es diese Pferde nun für 475 Starcoins. Also wir haben da jetzt ein paar Starcoins angehäuft. 475 kosten sie alle. Es gibt 7 Stück an der Zahl. Und ihr findet sie auf dem Pferdemarkt auf Seite 12 und auf Seite 13. Da findet ihr die ganzen. Die ersten zwei stehen hier vorne und dann fangen wir einfach mal damit an. Wir nehmen uns den schwarzen. Gucken wir mal, was wir dafür für einen Namen rausfinden. Also als erstes natürlich, wenn wir irgendwas Black-mäßiges nehmen. Irgendwas Dunkles. Wir machen einfach mal so lange zufällig, bis uns was in der groben Art gefällt. Nehmen wir Maustorch. Oh mein Gott, Crest, You, Potato Queen, Scarlet Hawk, Royal Orange, Twin Ridge, Zwillingsreich. Irgendwie finde ich das gar nicht so schlecht, aber das würde besser passen zu einem der Multifarmer. Das merken wir uns einfach mal. Buttermirror, Candy Eye, Dawn Caramel, Little Fell, Noble Biscuit, Blueprints, Stone Snap. Ich will auch gar nicht, dass das so der Hauptfokus ist. Deswegen, wenn uns ein Name gefällt, nehmen wir den einfach. Morning Dust finde ich ist ein schöner Name, aber passt nicht so ganz dazu. Deswegen nehmen wir einfach mal Dark Dust für unseren schwarzen. So, ist gekauft. Passend dazu nehmen wir direkt dann noch den braunen dazu. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr einen davon habt, wie eurer heißt, welchen ihr euch geholt habt, vielleicht sogar jetzt direkt im Angebot. Wir nehmen dazu jetzt noch den braunen und Candy Cup, Moment, was könnte denn zu braun passen? Nehmen wir, oh, Dusty Cup finde ich aber auch schön. Was denn? Fern? Ach stimmt, Fern hatten wir ja schon mal, das ist der Fahren, stimmt ja. Aber das finde ich auch immer noch geil, wenn man irgendwie versucht, so einen deutschen Namen zu machen. Und gucken wir mal, was man da so für Möglichkeiten hat, finde ich auch immer noch nice. Was haben wir denn? Fernfire, Fernflamme. Oh Gott, ich finde es irgendwie... Fernflame, was hat sich denn Flamme? Ich bin dumm. Was ist dann noch im Deutschen genauso? Fernfrost. Oh mein Gott, ich find's super. Alter, ich find Fernfrost irgendwie lustig, aber das passt für ein Eis. Wir nehmen auf jeden Fall für den dunklen, der helle wird Fernfrost heißen. Hazel, und dann nehmen wir Flash Hazel. So. Ich mag Flash. Haben wir uns die ersten zwei von den Pack geholt. Aktuell, wie gesagt, 475 Starcoins reduziert, weil ja die neuen reingekommen sind und auf den Pferdemarkt gewandert sind. Wir wechseln auf die nächste Seite und da nehmen wir jetzt unsere Namen, die wir noch hatten. So, hier sind noch die guten. Ja, okay, wir haben jetzt nicht wirklich einen weißen, aber nehmen wir den hier als erstes. Und das ist jetzt aber ganz klar Fernfrost. So. Und wir gucken mal, welche wir noch haben. Welche Färbungen gerade. In unserem Quarter-Paket. So. Wie könnte der heißen? Evening Velvet. Boah. Velvet finde ich schön.
Aber das passt mehr zu dem. Oder zu dem ersten. Dann machen wir das so. Wir nehmen das hier. Wird Evening Velvet. Haben wir das direkt drin? Ich hoffe. Nein, verdammt. Okay, Evening Velvet. So, Hammer. Ich glaube, so mache ich das die ganze Zeit, weil mir Name taugt. Aber ich finde aber, dass er zu einer anderen Färbung passt. Dann nehmen wir den da. Willkommen Evening Velvet. Dann haben wir noch drei. Nehmen wir den hier. Spellbiscuit Autumn Spot. Sparkle Warrior Drop Whisper. Pink Leaf. Ash Feather. Also Ash finde ich schön. Ash Way. Mag ich. Mag ich, gefällt mir. Der Ascheweg. Dann bleiben uns noch zwei der guten offen, die wir haben. Und jetzt kommen so ein bisschen so die helleren Namen. Das ist hier so Golden oder Sun, Winter Ice, Shagafly, Chocolate Moon, Scarlet Force, Mirror Secret, Thunder Flash. Auch nicht schlecht. Donnerblitz. Das ist ja eigentlich Thunderbolt, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Was passt noch gut dazu? Thunder Song. Oh, das kann ich wieder nicht aussprechen. Ich habe halt dieses diese TH-Schwäche. Deswegen Flash Song. Das wäre der Blitz. Der Blitz, das Blitzlied. Nee, nicht. So, und last but not least nehmen wir unseren braunen, karamellmäßigen Coppergift. Gefällt mir. Das ist quasi das Kupfergeschenk. Nehmen wir unser nächstes noch mit dazu. Und damit haben wir uns alle 7 Quarter gekauft. Und der Platz ist nun leer, weil wir natürlich nicht die angezeigt bekommen, die wir gekauft haben. Also wir sehen jetzt hier, alles ist leer. Und dann machen wir uns nämlich gleich mal auf in unseren Stall, um das Ganze nochmal ein bisschen uns dann anzuschauen. Wie das Ganze dann ausschaut, dann mit allen Quarters überall bei uns im Stall verteilt. So, schauen wir uns die guten alle mal an, die wir jetzt hier haben. Wir haben Flash Hazel und die anderen 6 Stück. Flash Song, Fernfrost, Ashway, Copper Gift, Dark Dust und Evening Velvet. Und wir nehmen uns einfach mal ein. Nehmen wir jetzt mal zu guter Letzt hier auch Evening Velvet. Und euch das nochmal ein bisschen so zu demonstrieren, was wir so an unterschiedlichen Gangarten auf dem alten haben. Ist übrigens das Modell auch des Appaloosas und da kommt auch noch direkt dann nochmal ein Video dazu, zu dem Vergleich der alten und der neuen. Also da seht ihr die Laufanimation, die wir hier haben. Und gerade durch die Laufanimation momentan halt eins der besten Chumpy-Pferde. Wie schnell genau, sehen wir dann noch bei dem Vergleichsvideo mit dem Appaloosa. Aber gerade die Fellfarbe finde ich richtig cool und auch eben bei den alten. Diese generell mit dem Schimmer drüber. Und schreibt mir in die Kommentare, welcher von den 7
euer Favorit ist. Welcher von den Pferden gefällt euch am besten? Wir werden safe mit den 7 auch Level-Streams machen demnächst, denn sobald das Druidentraining, das Seelenreiten durch ist, haben wir dann damit wieder auch mal jede Menge Zeit, auf den Zweit-Account zu gehen und hier auch die Quests ein bisschen voranzutreiben, denn der lag jetzt schon wirklich eine ganze Weile brach. Deswegen sehen wir hier so die Animationen, das Stoppen, das sieht irgendwie voll cute aus, und dann haben wir noch das Steigern, das Zurücklaufen, das ist der neue, besser gesagt, der neue preisreduzierte, der alte Quarter. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wie findet ihr das Modell? Habt ihr euch auch welche von dem Angebot hier geholt? Oder findet ihr es immer noch zu teuer mit den 475? Insgesamt haben wir jetzt ausgegeben, 3375 waren es, glaube ich, ganz genau. Eure Meinung dazu in die Comments und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.